Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu The Whispered World Special Edition. Wir sollen uns entscheiden, was Shana ist. Und ich glaube, wir gehen mal mit Ralf. Ralf scheint ja doch der intelligentere, wenn auch ein bisschen rabiatere Typ der zwei Steine zu sein. Wir sagen mal, sie ist ein Vogel. Shana ist ein Vogel. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? Wir bleiben mal bei Ralf. 11. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? In einer Höhle. In einer Höhle. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Verdammt. Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ha. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Und nur zur Information. Wir werden... Und ob wir das werden. Ha. Bestimmt denkt ihr sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf... Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Unmöglich. Also. Dann machen wir mal ein mystisches Schlangenwesen. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die... Ja. Wie? Das ist... Okay, jetzt neun. Nein, unser... Also. Neun. Ja. Du hast die... Stell ihm... Schon gut. Die Frage... Ich war... Sie wohnt... In der Mitte des Sees? Der Clown? Also. In der Mitte des Sees. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es. Okay, da brauchen wir wohl noch mehr Infos. Soll ich euch mal woanders hintragen? Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich. Wir lassen uns nicht herumschubsen. Von niemandem. Also ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber Ralf... Der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem Spitzenstock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen. Und dabei bleibt es. Okay. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren? 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich. Ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja... Dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein, den Termiten. War klar. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht. Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Okay, kann ich dir vielleicht einfach mitnehmen? Hey, was hast du vor? Ich dachte, ich nehme euch erstmal mit. Das schminkst du dir mal lieber gleich ab, du Clown. Steine haben auch ihren Stolz. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Beinwesen rumschleppen. Okay. Ja, dann gucken wir uns mal die Tür an. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Dann machen wir die mal auf. Und gehen mal rein. Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Was?
Wie denn sonst? Hallo, jetzt. Ingo, der Clown. Du kannst mich. Zurück. Es ist unmöglich. Okay. Genug von Spinnereien? Das müssen wir uns nicht bieten lassen. Schon gar nicht von so einem Grünschnabel. Bis später. Du weißt ja, wo ja, du bist. Ja. Okay, also auf den normalen Weg betreten ist nicht gut und wir brauchen da mehr Infos. Hallo? Ah, okay. Stand da was über wie viele Augen und so? Der Zunge ist hier steht. Sie beschützten unsere Welt. Sie wachten über uns. Wir brachten ihnen die runden, grünen Früchte und sie dankten. Okay, da steht nicht, wie viele Augen mehr Augen haben. Und ich weiß auch nicht, wer... Da müssen wir vielleicht mal Ben und Opa fragen. Vielleicht wissen die ja was. Zirkus? Vielleicht haben die ja eine Ahnung. Hallo Ben, du blöder großer Bruder. Hallo Ben. Ja. Okay. Bis später. Ja, bis und denk dran. Ja. Vielleicht weiß Opa ja was. Opa weiß ja doch recht viel. Auch wenn er mir wieder durcheinander kommt. Hallo Opa. Drück dir der. Sag. Frag mich so viel wie. Nee, okay. Weißt du? Ja, ich würde manch. Bis später. Kopf. Okay, das hilft uns auch nicht weiter. Hier ist auch gar nichts mehr los, ne? Können wir uns den See nochmal angucken? Sagt er was Neues das dazu? Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Ach nee, das ist nur sein Spiegelbild. Bomben. Ich muss verrückt sein, dass ich die mit mir rumschleppe. Warte mal, können wir vielleicht die Steinschildkröten zu den Steinen stellen? Die Steinschildkröten zu den Steinen stellen? Freuen die sich da oder so? Hier, Schildkröten. Was ist denn das? Sieh mal, Ingo. Eine versteinerte Schildkröte. Bist du dir sicher, dass es eine versteinerte Schildkröte ist? Es könnte auch ein verschildkröteter Stein sein. Wenn hier etwas verschildkrötet, Ingo, dann ist es dein Gehirn. Okay, das interessiert die aber nicht so. Bomben. Wollen wir die vielleicht in die Luft jagen? Hey! Wieso? Ich glaube, er will dich sprengen. Was? Warum denn mich? Na, du bist viel... Hohler. Gnade. Ingo, du Jammerbrocken. Wir sind Steine. Wir winseln nicht um Gnade. Wir stellen uns unserem Schicksal. Okay, da können wir also auch nichts mit anfangen. Da steht ja auch nichts Spannendes drauf. Die sagen uns aber auch nicht, wie man die Hütte sonst betreten soll, wenn nicht auf dem normalen Weg. Da gibt es also auch keine Infos zu. Wir brauchen irgendwie Informationen, wie wir diese Fragen von denen richtig beantworten können. Da habe ich aber noch nichts gesehen, gefunden. Wir haben auch immer noch kein Gefäß für das Harz. Wir haben ja hier ein Gefäß, ne? Aber wir brauchen ein besseres Gefäß, hat er gesagt. Haben wir denn bei Opa im Dings vielleicht noch ein besseres Gefäß? Da waren ja auch so Flaschen und so drin. Können wir da nicht irgendwas mitnehmen? Ich lasse ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschen für uns beide. Augenglas Flasche. Können wir nicht mitnehmen? Unerreichbar, wie so vieles. Unerreichbar. Vielleicht mit der Schaufel. Lieber nicht. So ungeschickt wie ich bin, würde ich sie nur umwerfen. Und dann muss ich neues Regenwurmblut beschaffen. Ach, es gibt ja kaum Regen. Eine Arbeit, die anstrengender und unappetitlicher ist. Okay, da ist natürlich Regenwurmblut drin. Kochbuchkessel, Rezepte. Die Tür eigentlich wieder zumachen? Das geht nicht. Diese seltsamen Rohre sind im Weg. Okay, es geht also nicht mehr zu. Da sind jetzt die Rohre im Weg. Kerze, Schublade, Teppich. Kann ich den Bärenkopf nicht mitnehmen? Was mitnehmen?
Dieses Gebiss ist eine heimtückische Todesfalle. Eine heimtückische Todesfalle. Will mir das irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Schade, dass Bobby weg ist. Der war immer eine recht gute Hilfe. Der hat gute Ideen gehabt. Können vielleicht auch mit dem Messer hier das Spinnennetz zerschneiden eigentlich? Das ist ja so stark, aber vielleicht geht's ja mit dem Messer. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Was? Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Was ist das denn für ein Netz, was nicht mal mit einem Messer kaputt mit einer Bombe? Wir werfen jetzt Bomben rein. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Okay, die Bomben will er nicht nehmen. Ja, was anderes haben wir ja nicht. Der Bärenkralle einmal durchfahren. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Vielleicht können wir Spot mit irgendwas verwenden. Hallo? Tja, Spot, der Weg ist versperrt. Was soll's? Wahrscheinlich müssen wir hier sowieso nicht durch. Was? Ich bin nicht feige. Ich blicke nur etwas tiefer in die Bedenkenkiste als andere. What now? Ich hänge ein bisschen. Was hatte Opa zu Shana gesagt? Das kann ich gar nicht mehr nachfragen, ne? Er hat auch nur gesagt, Orakel, pipapo. Da braucht man ein Gefäß, da braucht man die Antworten auf die Fragen von den Steinen. Hier brauchen wir gar nichts und da brauchen wir was für das Spinnennetz. Von den Bomben, da hat er Angst, dass die Höhle einstürzt. Aber irgendwas, was wir mit den Kabeln, mit den Rohren da verwenden können. Wir können versuchen, die abzuschneiden. Aber wahrscheinlich geht das auch nicht. Nein, ich will mit den Dingern nichts zu tun haben. Okay, er will partout nichts damit zu tun haben. Da sind bereits genug Messerstiche im Kostüm. Ben meint, dass ich selbst daran schuld bin. Wenn ich die Wurfscheibe regelmäßig ölen würde, würde er auch besser treffen. Ach so, verstehe. Was machen wir denn jetzt? Da wären auch super Gefäße, aber da können wir nichts von mitnehmen. Da kann ich Spot vielleicht? Kann Spot da rein? Pass, Spot. Worauf wartest du? Willst du mich denn gar nicht beschützen? Okay, scheinbar nicht. Können wir Spot mit den Steinen benutzen? Ich wüsste nicht wie. Wo ist Spot? Da ist Spot. Hey, du da! Pfeif dein stinkendes Haustier zurück! Spot stinkt nicht! Ha, wer redet denn mit dir? Ich rede natürlich mit der Raupe! Ha, 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 ha. Ja. Ingo! Zurück! Es war unmöglich! Und nur zu. Und ob! Aber. Unsinn! Du ist möglich! Mich würde aber interessieren. Also. Wir sagen mal das dritte. Ich habe keinen blassen Schimmer. Dann ist es bewiesen. Du bist ein nichtsnutziger Grünschnabel. Ich wusste es immer. Dann haben wir also direkt verkackt. Es ist unmöglich. Und nur zu Info. Und. Aber. Unsinn. Unmöglich. Also. Wir machen jetzt mal Vogel. Nein, unser Grün. Also. Neun. Du Stumpf. Ich sie wohnt. Quatsch. Mein. Was ich der Klau. Also. Und Höhle. Du bist ja doch ein. Verdammt. Ich weiß nicht, wie ich das rausfinden kann und soll. Ich habe keine Idee gerade, was wir noch tun könnten. Die Statue einer Schildkröte. Warum der Künstler sich gerade für... Können wir die da reintun?
Nicht nötig. Meine Situation ist auch so schon verschachtelt genug. Okay. Das war unser Aufgabenzettel. Mit Grete im Kescher. Ich bin ein bisschen ratlos. Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht... Ich bin ein bisschen sehr ratlos. Wie kriegen wir diese Informationen raus? Oder hat Bobby die irgendwann mal erwähnt und ich hatte es nur wieder vergessen? Das wäre natürlich echt scheiße. Hier ist nur das Harz, ne? Hier ist sonst nichts. Ach, da ist auch noch ein Loch. Kann ich vielleicht eine Bombe reintun? Das ist zu groß, um in das Loch zu passen. Okay, die Bombe passt da nicht rein. Das Messer? Ich glaube nicht, dass ich das Loch damit sonderlich vergrößern kann. Der Baum ist einfach zu massiv. Okay, aber er redet schon vom Loch vergrößern. Aber wir haben ja sonst nichts. Grete. Nein, auf diese... Ist nur das Loch und das Harz. Wir haben aber kein Gefäß. Und ich wüsste nicht, wo wir jetzt noch ein Gefäß herkriegen sollten. Das Gefäß will er nicht. Er will ein besseres Gefäß. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das hilft mir auch. Nee, ich meinte eigentlich auch mit dem Harz. Mit dem Kästchen bekomme ich das Harz nicht vom Baum. Ich bräuchte ein besseres Gefäß. Genau, ich brauche ein besseres Gefäß. Aber was ist denn ein besseres Gefäß? Ich habe keine Ahnung gerade. Kann ich die schon mal verbinden? Ich glaube, daraus ließe sich was basteln. Leider hält es noch nicht zusammen. Ich bräuchte eine Art Klebstoff. Genau, da ist ja der Harz. Aber den Harz will er ja nicht einfach... Der könnte den Harz auch direkt hier drauf schmieren. Vielleicht mit dem Zettel. Nein, nicht Baum, Harz. Damit kriege ich das. Ich würde mir nur die... Ich bräuchte eine Art... Ich bräuchte eine Art Gefäß. Aber erst einmal müsste ich das Harz vom Baum ab... Ach so, das sind die zwei Köpfe. Ach so, zwei Schildkröten, zwei Köpfe. Okay, okay, okay. Aber wir brauchen immer noch ein Gefäß. Wir brauchen immer noch ein Gefäß. Der Teppich sieht zwar vielleicht will nicht... Nee, das hilft uns alles nicht so wirklich weiter. Papierfetzen, Wäsche, Bärenkopf... Mütze? Ist eine Mütze runtergefallen? Die Mütze muss bei diesem Erdbeben runtergefallen sein. Okay, dann haben wir doch mal was. Ist das vielleicht das Gefäß? Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Okay, ich meine, wir können es mal probieren. Das wäre jetzt noch ein Item, was wir noch nicht vorher hatten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dieser komischen Mütze jetzt geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur... Ich bräuchte eine Art Gefäß. Es kann Spot nicht mein Gefäß sein. Bleib da weg, Spot. Ich will dir nicht schon wieder die Bauchdecke entharzen müssen. Kann eigentlich da rein, Spot? Als Spot noch eine Larve war, hat er durch jedes Loch gepasst. Da war er noch niedlich. Okay, ist denn in... War ich zu unaufmerksam in Großvaters Hütte? Aber eigentlich nicht. Kann ich mit der Falle irgendwas tun? Die Falle ist leer. Und das ist auch... Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer... Unnötig zu erwähnen, dass... Aber ich habe ja auch nichts, womit wir die anlocken könnten. Hier war auch nur Kessel, Kochbuch, Frosch. Tür. Wir können die Tür nochmal zumachen, ob da irgendwas ist an der Tür. Ein Korken. Verkorkst trifft verkorkt. Okay.
Okay, jetzt habe ich einen Korken. Verkorkst. Was mache ich mit einem Korken? Ich finde ja voll die Sachen, aber die kann ich alle nicht gebrauchen. Kann ich einfach was draus schnitzen? Habe ich nicht schon genug kaputt gemacht? Weiß ich nicht. Wir haben jetzt noch einen Korken. Können wir vielleicht Korken hier ihm in die Nase stecken? Hey, lass ihn in Ruhe. Was, Bruno? Ja, ja. Wir haben einen Korken. Können wir damit die Rohre verschließen? Wahrscheinlich nicht. Ah, wir können damit, warte. Aber es macht keinen Sinn. Wir könnten damit den Baum, das können wir schon in das Loch stecken da, aber es macht ja gar keinen Sinn. Warum sollen wir da einen Korken reintun? Macht er aber, okay. Der Korken passt perfekt. Aber warum? Warum habe ich das getan? Hä? Kann ich ihn wieder rausnehmen? Nein, das Loch ist verstopft und das ist gut so. Aber warum? Toi, toi, toi. Warum mache ich das? Hat noch nie Hä? Dies muss der Baum sein, den Bobby meinte. Er überragt alle anderen Bäume in der Umgebung. Aber wie soll ich da nur raufkommen? Ich kann doch nicht klettern. Was ist denn jetzt passiert, als wir da den Korken reingemacht haben? Warum? Ich entkorke keine Flaschen mehr mit den Zähnen. Das mit dem bemalten Stein war wirklich ein fieser Trick von Ben. Nein. Warum ist das Loch jetzt verstopft? Was soll denn das? Ich verstehe nicht. Mit bloßen Händen alles, was ich bekenne. Das erschließt sich mir gar nicht, warum wir jetzt da einen Korken reingemacht haben. Ich danke euch fürs Zusehen. Wahrscheinlich muss ich mal gleich kurz in die Lösung gucken, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei The Whispered World Special Edition. Macht's gut. Tschüss, Jan.